Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich war gerade im Natursupermarkt einkaufen in Anführungszeichen, und habe mir wertvolle, essbare Lebensmittel gesammelt. Natur und Sammeln bedeutet natürlich, dass diese wertvollen Lebensmittel kostenlos für uns sind. Was wir dafür einfach benötigen, ist Zeit und Wissen, also uns nach und nach Wissen, wertvolles Wissen über diese Wildpflanzen anzueignen. Und wenn wir sie sammeln, ist es natürlich erstmal wichtig, dass wir diese in der Natur auch erkennen und sicher sammeln können. Ich möchte mit euch jetzt kurz durchgehen, welche Wildpflanzen ich gesammelt habe. Das sind Wildkräuter und auch einige Baumblätter, teilweise Blüten sind auch dabei. Und dann beschreibe ich euch kurz, wie ich diese essbaren Wildpflanzen verwende. Das ist der Sauerampfer, eine Wildpflanze mit einem intensiven säuerlichen Geschmack. Also am liebsten esse ich den Sauerampfer pur. Oder vor Jahren habe ich mir daraus auch ein leckeres Rohkosteis hergestellt. Das Rezept findet ihr auf dem YouTube-Kanal von Raw Future. Wenn ich mich recht erinnere, waren da zusätzliche Zutaten Zitrone, Datteln und Wasser. Dann haben wir hier den Breitwegerich. Diese Wildpflanze hat so einen pilzartigen Geschmack. Und diese Wildpflanze esse ich wie die meisten Wildpflanzen eigentlich pur oder schneide ihn manchmal auch gern klein für Salat. Das Hirtentäschel. In der Natur wächst diese Wildpflanze relativ unscheinbar. Bei dieser Wildpflanze ist es so, dass ich wirklich den obersten Teil der Wildpflanze esse. Der schmeckt so leicht nussig. Dann haben wir hier die wundervolle Vogelmiere. Die Vogelmiere gehört mit zu meinen Lieblingswildpflanzen. Das ist eine relativ milde Wildpflanze, auch gut für Einsteiger geeignet. Sie schmeckt relativ mild. Der Geschmack wird oft so nach Mais und Erbse beschrieben. Die Wildpflanze kann man wunderbar pur essen, kleinschneiden für Salate, kann man sehr gut auch entsaften, zum Beispiel mit Gurke oder Möhre. Oder auch für grüne Smoothies verwenden. Dann haben wir hier die Schafgarbe, ein fiedriges Blatt. Eine sehr alte Wildpflanze, Heilpflanze, hat einen relativ herben, bitteren Geschmack. Erinnert auch leicht an Muskat, dieser Geschmack. Also ich mag diese Wildpflanze sehr gern. Esse sie entweder pur oder schneide sie mir klein für Salate oder für Dips. Dann haben wir hier die wunderbare Brennnessel. Die Brennnessel eignet sich sehr gut für grüne Smoothies. Die kann man auch trocknen und Tee daraus zubereiten oder man kann sie auch in einer Küchenmaschine mixen. Ich gebe sie zum Beispiel unserem Hund Jackie mit zum Frühstück. Oder die kleingehäckselte Variante könnt ihr mit in Dips und Dressings und Salaten geben. Ich presse mir auch gern aus der Brennnessel einen Saft. Das wird allerdings ein bisschen schaumig. Da gebe ich dann immer noch mit Wasser durch den Entsafter und habe dann einen wundervollen Brennnesselsaft. Hier ist der Löwenzahn. Gelbe Löwenzahnblüten habe ich heute nicht gefunden. Aus den Blüten haben sich, da wo ich zumindest geschaut habe, schon Pusteblumen entwickelt. Ja, der Löwenzahn ist auch so eine wunderbare Wildpflanze. Die meisten kennen den Löwenzahn oder erkennen ihn, vor allem dann, wenn er gelb blüht. Der Löwenzahn hat einen bitteren Geschmack, ist also auch eine sehr gute Wildpflanze für die Leber. Den Löwenzahn esse ich auch gern pur, den entsafte ich mir auch gern, also gerne auch pur. So ein Löwenzahnshot verdünne ich manchmal noch mit ein bisschen Wasser. Eignet sich natürlich auch sehr gut für Salate. Gibt noch dem Salat eine schöne bittere Note. Einfach klein schneiden und für Salate verwenden. Der Gundermann. Der Gundermann ist auch eine wunderbare Wildpflanze mit einem herben, bisschen speziellen Geschmack. Vom Gundermann könnt ihr auch die Blüten essen, die könnt ihr hier mit sehen. Ja, den Gundermann, den gebe ich auch gerne mit in Salate, esse ihn pur und ich schneide die Wildpflanzen dann manchmal ganz klein. Manchmal zupfe ich auch die Blätter, wenn sie recht klein sind, einfach so ab vom Stängel und gebe sie mit in Salat. Man kann einen kleinen Teil von Gundermann auch mit in grüne Smoothies geben. Man kann auch Wasser mit dem Gundermann aromatisieren, wenn man den Geschmack mag. Vor Jahren hat auch mal eine Teilnehmerin unseres Rohkost-Potlucks schokolierte Gundermannblätter mitgebracht. Das geht also auch. Hier eine große Menge einer wundervollen Wildpflanze, das ist der Giersch. Den Giersch könnt ihr pur essen, gerade die jungen Blätter im Frühjahr schmecken wunderbar. Ich entsafte mir den Giersch auch gern so als Monosaft, deswegen habe ich hier wirklich eine größere Menge. Also die großen Blätter mit den Stängeln, die entsafte ich und die kleineren, die esse ich pur oder verwende sie für Salate. Vor Jahren habe ich auch mal ein Rezept veröffentlicht, da habe ich mir ein Rohkost-Bananeneis gemixt, also aus gefrorenen, reifen Bananen und habe dazu auch ein bisschen jungen Giersch gegeben, fein geschnitten. Das ist auch ein wunderbares Eis mit Wildkräuterzusatz. Dann haben wir hier den Ackerschachtelhalm. Den Ackerschachtelhalm esse ich auch gerne pur, kann man auch klein schneiden für Salate.
Und was ich unbedingt mal wieder ausprobieren möchte, heute oder morgen, ist die wunderbare Ackerschachtelhalm-Limonade. Das ist ein Rezept nach Dr. Switzer, wenn ich mich recht erinnere, wird der Ackerschachtelhalm mit Zitronen, Orangen und einem Süßungsmittel und Wasser gemixt. Das Ganze wird abgeseiht und dann hat man eine wunderbare Wildkräuterlimonade. Das ist das Fünffingerkraut. Auch eine recht mild schmeckende Wildpflanze, kann man pur essen, kleingeschnitten für Salate verwenden oder auch für grüne Smoothies. Jetzt geht es noch hier weiter runter. Hier haben wir das Wiesenlabkraut. Es gibt auch ein Klettlabkraut. Wenn ihr mit der Hand über das Klettlabkraut streicht, dann fühlt ihr, dass es sehr rau ist, so ein bisschen wie klebrig. Und das kaut sich, also wenn man dieses Klettlabkraut kaut, das fühlt sich ein bisschen sperrig im Mund an. Dieses Wiesenlabkraut, das ist ganz weich und mild, das kann man gut pur essen, aber auch für Salate verwenden und für grüne Smoothies. Dann haben wir das Lungenkraut, davon kann man Blätter und Blüten alles essen. Das blüht schon März, April, also auch eine sehr frühe Pflanze im Frühjahr. Die Pflanze schmeckt so ein bisschen nach Gurke, kann man pur essen, für Salate verwenden oder auch für grüne Smoothies. Dann haben wir die Wehkrauge. Die Wehkrauge, die schmeckt so ein bisschen nach Senf, Kresse, Rucola. Man kann die Blätter und Blüten essen, ist eine schöne würzige Pflanze, kann man für Dressings verwenden oder auch für Salate oder wenn man unterwegs ist, einfach auch pur von dieser Wildpflanze naschen. Dann haben wir hier das Märzveilchen, da kann man Blätter und Blüten essen. Also diese Wildpflanze esse ich meistens pur, das ist auch eine der ersten Wildpflanzen im Frühjahr. Das hier ist der Waldziest. Ich habe kürzlich auf Instagram in meinen Stories eine Umfrage gemacht. Diese Wildpflanze kennen tatsächlich eher wenige Menschen. Früher habe ich den Waldziest immer mit der Taubnessel verwechselt, weil ja, die Blüten sehen noch ähnlich aus, so lila-rosa. Aber wenn man sich dann genauer damit beschäftigt und den Blick schärft für die verschiedenen Wildpflanzen und die Blattformen, da kann man das recht gut unterscheiden. Der Waldziest hat auch einen recht pilzartigen Geschmack. Den kann man so pur essen, für Salate verwenden oder auch für grüne Smoothies, wenn man so diesen pilzartigen, herberen Geschmack mag. Das Gänseblümchen, das ist auch eine Wildpflanze, die kennen wahrscheinlich viele, viele Menschen. Schmeckt je nachdem, die älteren Gänseblümchen schmecken auch ein bisschen herber, ist auch sehr mineralstoffreich. Ja, das Gänseblümchen kann man gut als essbare Deko verwenden. Und hier haben wir den Weißdorn, Blätter und Blüten. Ein kleiner Baum, ja, gehört mit zu meinen Lieblingsbaumblättern. Die Blätter schmecken mandelartig, die Blüten auch so ganz leicht mandelartig, süßlich. Der Spitzwegerich, eine Baumblattart, die gut essbar ist. Ein milder bis leicht säuerlicher Geschmack. Lindenblätter, die gehören schon seit vielen Jahren zu meinen Lieblingsblättern, haben einen leicht nussigen Geschmack. Auch hat mich auch am Anfang immer so ein bisschen an Leinsamen erinnert. Ein Eichelblatt, also die Eichelblätter esse ich eigentlich recht früh im Frühjahr, wenn sie noch klein sind. Je größer die Eichelblätter werden, umso bitterer und herber werden sie, umso mehr Gerbstoffe lagern sich ein. Hier haben wir Triebe von der Fichte. Das wissen auch viele nicht, dass man die Triebe von Nadelbäumen, also Kiefer, Fichte, Tanne, essen kann. Schmecken zitronig, harzig, noch viel Vitamin C. Die Taubnessel, zwei verschiedene Sorten, einmal die weiße Taubnessel und die gefleckte Taubnessel, beziehungsweise die lila blühende Taubnessel. Die Taubnessel hat einen pilzartigen Geschmack. Ihr könnt die Blätter essen, die Blüten essen. Ihr könnt auch Teile der Taubnessel für Salate verwenden, einfach ganz klein schneiden. Oder für Salate verwenden, die Blätter einfach abzupfen. Oder auch für grüne Smoothies verwenden in kleinen Mengen, wenn ihr den pilzartigen Geschmack mögt. Früher war eine Lieblingskombination von mir, wenn ich in der Natur unterwegs war, ein Stück Banane. Und da habe ich immer ein großes Taubnesselblatt darum gewickelt. Jetzt kommen wir zur letzten Wildpflanze. Das ist der Bärlauch. Ganz viele Blüten. Und ich habe auch noch ein paar kraftvolle grüne Blätter gefunden. Es ist so, wenn der Bärlauch blüht, dann geht die ganze Kraft auch in die Blüte und die Blätter welken und werden dann langsam schlaff und gelb. Wie gesagt, noch ein paar kraftvolle Blätter gefunden. Das war ein kleiner Überblick für euch, welche Wildpflanzen ich aktuell unter anderem sammle und wie ich sie verwende. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ihr habt einiges mitnehmen können und ich hoffe auch, ich konnte euch inspirieren, euch mehr mit essbaren Wildpflanzen zu beschäftigen und raus in die Natur zu gehen und euch wertvolle Lebensmittel zu sammeln. Auf meinem YouTube-Kanal gibt es auch schon eine Playlist mit ganz vielen Wildpflanzen, Wildkräutervideos von mir, wo ich alle Wildpflanzen, die ich euch hier gezeigt habe, auch nochmal etwas ausführlicher vorstelle. Ich verlinke euch die Playlist oben in den Infokarten. Wünsche euch eine wundervolle Zeit und frohes Sammeln in der Natur.